Meine Definition von Kommunismus ist ein System, das im Menschen die Mitmenschlichkeit tötet. Hier waren sie erfolgreich. Es hat in den Menschen den Sinn zerstört, für andere zu sorgen. Zuallererst kam für Armenier die Familie. Für ihre Familie hätten sie alles geopfert. Früher. Armenien ist ein außergewöhnliches Land, südlich der Ausläufer des kleinen Kaukasus am nordwestlichen Rand Asiens. Ein Land, das gezeichnet ist von jahrhundertelanger menschlicher Besiedelung. Der Legende nach landete Noahs Arche auf der Spitze des heiligen Berges Ararat. Armenien war auch das erste Land, das den christlichen Glauben bereits 315 nach Christus annahm. Aber es ist auch ein Land großen Leides. Während der Jahrhunderte wurde es von den großen, mächtigen Nachbarn aufgerieben und niedergeschlagen. Von Persien, dem Römischen und Osmanischen Reich und schließlich der Sowjetunion. Armenien wurde Opfer eines Völkermordes von 1915 bis 1923, als die Türken 1,5 Millionen Armenier ermordeten. Heute lebt die Mehrheit der Armenier außerhalb der Grenzen Armeniens. Ich wurde geboren in Aleppo. Zwischen Syrien und Libanon bin ich aufgewachsen. Weil beide Länder französisches Mandatsgebiet waren, hatten wir ein französisches Schulsystem. In der Familie sprachen wir Armenisch und wir sprachen Türkisch, weil meine Eltern aus einer Stadt in der Türkei kamen. Marasch. Also türkisch zu Hause, armenisch in der Schule, mit einem französischen Schulsystem. Als die kleine Arusiak zur Schule ging, wurde Armenien von einem unterdrückenden kommunistischen Regime regiert. Nach dem Ersten Weltkrieg erklärte Armenien seine Unabhängigkeit, aber genoss diese lediglich 2 Jahre lang. Bereits 1920 wurde ein Teil Armeniens von den Türken übernommen, der Rest hingegen wurde in die UdSSR eingegliedert. Die armenisch-apostolische Kirche wurde zunächst verfolgt und später streng überwacht, während die katholische Kirche ausgetilgt wurde und alle ihre Priester wurden entweder nach Sibirien deportiert oder umgebracht. Meine Berufung, würde ich sagen, begann mit 12 Jahren. Dann, als ich 16, 17 war, kam sie etwas ins Stocken. Ich würde sagen, weil ich mich in einen Jungen verliebt hatte und es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung in dieser Zeit. Alle Nachbarn sagten, wir waren 4 Mädchen in der Familie, die anderen 3 werden Schwestern. Aber nicht die. Ich war also die Ungezogene, die Freche. Ich konnte aber die Stimme in mir, die mich zum Ordensleben rief, nicht zum Schweigen bringen. Ich besuchte Armenien 1976 und sah das Elend im Land. Länder, die in die UdSSR eingegliedert wurden, litten weit mehr unter dem Regime als die Länder, denen ein Minimum an Unabhängigkeit zugestanden wurde. Niemand konnte für Länder wie Armenien eintreten. Um zu überleben, mussten die Menschen denken und handeln, wie es von den Behörden diktiert wurde. Die ganze Wirtschaft war allein darauf ausgerichtet, die militärische Macht auszubauen und nicht auf die Bedürfnisse der Menschen. Selbst Lebensmittel konnte man nicht freikaufen, man musste vielmehr darum kämpfen. In front of the hotel window,
Vor dem Hotelfenster war ein Gemüsestand. Sie verkauften Tomaten, Gurken. Und morgens ab 4 Uhr gab es dort eine Schlange, ungefähr einen halben Kilometer lang. Leute, die etwas kaufen wollten. Ich stellte mich in die Schlange um 5.30 Uhr. Ich wollte einmal sehen, wie es ist, sich in diese Schlange zu stellen. Und wir kamen näher und näher und näher. Es waren noch 7 Leute vor mir über. Plötzlich wurde das Fenster geschlossen und er sagte, heute gibt es nichts mehr. Sie müssen morgen wiederkommen. Ich sagte, wie viele Tage kommen Sie schon? Sie sagten, wenn man wirklich etwas haben will, muss man sich um 4 Uhr anstellen. Aber manchmal, sagten sie, wir sind nicht früh genug aufgestanden. Wir waren müde und sie haben gesehen, was passiert. Wir waren um 5 Uhr da und konnten nichts kaufen. Jetzt müssen wir woanders hingehen und sehen, ob wir etwas bekommen. Und ich fragte, würden Sie mich mitnehmen? Ich habe immer gesagt, gut, ich bin eine geborene Armenierin. Dann sagte ich, mein Ideal ist Christus. So wie er seinem Volk nahe war, muss auch ich bei meinen Leuten sein. Die Schwestern kümmern sich regelmäßig um mehrere hundert arme Familien, die sonst nicht genug für ihren Lebensunterhalt hätten. Manchmal geht es um das nackte Überleben. Keretzik. Karelie. Guten Tag, Kind. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ist Mami zu Hause? Ja. Ja, wo ist sie? Guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte setzen Sie sich. Hallo, komm her. Geht es dir gut? Ja. Ja, du bist ein großer Junge geworden. Keretzik, was haben Sie heute zu Mittag gehabt? Was haben die Kinder heute zu Mittag gegessen? Nichts. Ich habe nur das heiß gemacht. Sie haben heute Morgen nichts gegessen? Nein. Sie haben heute noch nichts gegessen? Nein, nur Brot. Was kochen Sie für morgen? Für morgen? Nichts. Heute herrscht in Armenien eine sehr, sehr große Armut. Und ich denke, zu Sowjetzeiten haben die Menschen vielleicht nicht gehungert, aber heute hungern die Menschen. Zu Sowjetzeiten waren die Löhne sehr niedrig, aber die Menschen konnten überleben. Armenien erlangte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 seine Unabhängigkeit. Trotzdem nahm die Armut, ein Erbe des Kommunismus, ständig zu. Die Arbeitslosigkeit stieg an auf fast 90%. Es gibt nur wenige Anzeichen, dass sich die Lage in nächster Zeit bessern wird, während in der Zwischenzeit die leerstehenden Fabriken zu Ruinen verfallen. Während des Kommunismus, wer hat sich um Werte gekümmert? Religiöse Werte wurden zur Seite gelegt. Und jetzt sind unsere Leute völlig verwirrt. Es kümmert sie nicht, wenn sie lügen. Es kümmert sie nicht, wenn sie betrügen. Es ist eine ganz normale Sache für sie. Musik
1994 fingen wir mit unserem Ferienlagerprogramm an. Es war das Ergebnis aus unseren Erfahrungen mit den Schülern, die wir in unseren Schulklassen trafen, die ohne Frühstück in die Schule kamen. Daher entschieden wir uns für dieses Ferienlagerprogramm. Diese Kinder würden wenigstens 3 Wochen lang ein anderes Leben haben. Benehmt euch, setzt euch hin und seid brav. Ich habe Rübsig deine Tasche gegeben. Du bekommst sie, wenn ihr angekommen seid. Gut? Sitz still. Auf Wiedersehen. Es ist ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg. Wir reden immer wieder von Disziplin. Man kann nicht immer das tun, was man will. Wir müssen auch Dinge aufgeben. Aber man muss das sehr früh mit ihnen anfangen, damit sie anderen weitergeben können, was sie hier empfangen. Grüße jeden zu unserem Ferienlager, Mutter Gottes, Patronin von Armenien. Ich weiß, dass die meisten von euch keinen Vater und keine Mutter haben, aber ihr habt Pflegeeltern, bei denen ihr lebt. Eure Pflegeeltern sind nicht hier, aber andere werden den Platz eurer Pflegeeltern übernehmen. Wir wollen, dass sie sich satt essen können, denn zu Hause können sich viele von ihnen nicht satt essen. Während des Ferienlagers geben wir ihnen Kleider, wir geben ihnen Schuhe, wir geben ihnen viele Dinge. Wir wollen, dass sie einige Zeit ihre Lebensumstände vergessen, die Armut und all das.
Zu der Freizeit kommen Kinder aus ganz Armenien. Tausende melden sich jedes Jahr an und die Schwestern wählen die Bedürftigsten aus. Bei jedem Ferienlager sind Plätze für behinderte Kinder reserviert. Sie können hier bleiben. Die Schwestern von Mutter Teresa bringen sie zum Lager. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir alles einräumen, die Kleider einräumen. Später. Essen wir bald? Wir essen etwas und danach spielen wir. Was spielen wir? Wir singen und tanzen. Singen und tanzen? Ich kenne keine Gedichte. Dann lernst du sie. Ich weiß ein Gedicht über einen Vogel. Zwei Liebesgebote. Zuerst, wir schreiben. Das ist die Überschrift. Zwei Liebesgebote. Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst, groß geschrieben? Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Deinen Gott lieben. Den Herrn? Den Herrn. Den Herrn. Den Herrn, deinen Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Setz dich und schreib. Zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, von ganzem Herzen. Habt ihr das aufgeschrieben? Ja. Major reason for our camp program. Der Hauptgrund unseres Ferienlagerprogramms ist, dass diese Kinder Christus begegnen, damit sie ihre Lebensumstände aus Gottes Hand annehmen können. Es muss in Gottes Plan einen Grund dafür geben. Im ersten Jahr waren es nur 150 Kinder. Aber dann haben Wohltäter uns dieses Haus gekauft. Hier können wir viele, viele Kinder unterbringen. Und daher wurden es erst 300, dann 600 und schließlich 800 Kinder. Sehr viele Kinder in Armenien leiden unter zerbrochenen Familien. Jahrhunderte überlebte in Armenien das Modell einer starken patriarchalischen Familie. Der Vater war verantwortliches Haupt und Versorger. Heute, nach 70 Jahren Kommunismus, zerstört eine beachtliche Anzahl von Ehemännern und Vätern als arbeitslose Alkoholiker ihre Familien. Dank der Hilfe von Wohltätern konnte Schwester Arusiak ein Haus kaufen, das ihr die Möglichkeit gab, Kinder aufzunehmen,
die nach dem Ferienlager kein Zuhause hatten, in das sie zurückkehren konnten. Guten Tag. Ich zeige Ihnen jetzt unser Haus, in dem wir mit allen Kindern leben. Alles hier ist wunderbar. Das ist unsere Küche, in der unsere lieben Köchinnen Sirjan, Lena und Sveta das Mittagessen kochen. Jetzt sind wir oben. Hier haben wir Zimmer, in denen die Kinder schlafen. Sie machen ihre Betten, räumen auf und putzen ihre Zimmer. Das ist der Raum, in dem die Kinder spielen. Verschiedene Organisationen bringen die Kinder. Die Polizei bringt Kinder oder Nachbarn bringen Waisenkinder zu uns. Wir hatten einmal 65 Kinder, aber wir mussten feststellen, dass es zu viele waren für die Schwestern dort. Jedes braucht persönliche Zuwendung, denn sie kommen aus zerbrochenen Familien. Sie brauchen viel, viel Zuwendung. Bei einigen Kindern würden die Mütter die Kinder gerne behalten, aber die Polizei hat sie zu uns gebracht, weil die Mutter den ganzen Tag auf der Straße ist. Es gibt Gründe, weshalb diese Kinder bei uns sind. Ich würde dich so gerne trösten. Weine nicht. Warum weinst du? Ich bin doch da. Warum weinst du? Ein Albtraum? Ich würde dich so gerne trösten. Wie geht es dir? Was machst du? Nichts. Schau, eine Hose. Die Schwester hat meine Sachen gebügelt. Erzähl etwas über Mama. Sie arbeitet jetzt. Sie arbeitet bei Goscom in der Stadtverwaltung. Ich sage es Ihnen, das ist keine Schande. Ich kehre die Straße. Was soll ich sonst tun? Es gibt hier keine andere Arbeit, im Land oder in unserem Dorf. Ich war verheiratet und jetzt bin ich geschieden. Er ist ein kranker Mann und ich habe 4 Kinder. 3 sind hier in diesem Heim. Eine Tochter ist psychisch krank. Sie ist nervös. Im Moment ist sie bei mir. Ich bin mit meinen Geschwistern hierher gekommen, denn sie hätten ohne mich nicht kommen können. Also sind sie mit mir gekommen, damit wir zusammen sein können. Die Wohnung ist schlecht eingerichtet. Es gibt nur ein Bett und eine Matratze. Wir haben nicht einmal eine Decke. Im Winter haben wir uns mit einem Mantel zugedeckt, mit Kinderkleidern unter dem Kopf. Werden meine Kinder das durchstehen? Sagen Sie es mir. Wir Erwachsenen werden es aushalten, aber die Kinder können das nicht. Wir gehen nach Hause und bleiben 3 Monate dort. Nach den Ferien, wenn die Schule wieder anfängt, kommen wir wieder her. Es wird traurig sein, ohne die Kinder, mit denen ich jetzt hier bin. Wir müssen aber nach Hause gehen und ein bisschen bei unserer Mutter sein. Schwester Arusiak betet für uns. Thank you.
Wir brauchen unendlich viel. Vor allem aber haben wir die Ausgaben für die Ferienlager zu bezahlen. Ich habe das Geld für die Ferienlager nicht. Aber ich habe alle vier Gruppen geplant. Ich habe dem Herrn das Problem überlassen, er muss etwas tun. Ich weiß nicht, was er tun wird, aber er muss etwas tun. Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, eine Heilige zu werden. Aber davon bin ich weit entfernt. So, jetzt sage ich zum Herrn, wenn ich sterbe, gib mir eine Ecke in deinem großen Himmel. Mein Traum ist, dorthin zu kommen und so viele wie möglich mitzunehmen.